Nein! Jesus Maria, der junge Herr Baron, das ist doch nicht möglich. Das ist doch möglich. Ich bin's. Ja, ja. Und wieder da, Herr Vater. Erzähl deinem Vater lieber, wo du dich all die Jahre rumtrieben hast. Ja, mein Vater. Zuerst war ich in holländischen Diensten, habe mich in den Kolonien herumgeschlagen. Dann nahm ich ein Hauptmannspatent in der portugiesischen Armee an. Schließlich ging ich in russische Dienst und da habe ich sogar bis zum Major gebracht. Jahr um Jahr hast du dich in aller Herren Länder rumgeschlagen. Für andere Herren Länder. Franz, nur nicht für dein Land. Das ist eben die Schweinerei. Na ja, dein Lohn hast du ja gekriegt. Als was stehst du heute vor mir? Hä? Als was? Als ein von diesem fremden Herrn verjagter Söldner. Und dabei gibt es hier in diesem Land, dessen Sprache du sprichst, eine kluge, schöne Kaiserin, für die ich selbst als alter Soldat gern noch einmal kämpfen wird. Die müssen aber auch gerecht sein, mein Vater. Früher, als ich fortging, da war das nicht aber so. Aber heute, Franz, heute ist es so. Das sehe ich ein, mein Vater. Gut, da werde ich nochmals von vorn anfangen, nach Wien reiten, der Theresia sagen, Euer Majestät, hier bin ich. Ihre Majestät wird dann sagen, auf ihn, hallo, Tri. Da haben wir gerade noch gewartet. Na, 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 mein Sohn, so geht das nicht. Sondern? Sondern du wirst an der Spitze eines Regiments in Wien einreiten. Spitze eines was? Du sperr doch der Oberwaschel auf, lass, Bub, wenn dein Vater mit dir spricht. Ich hab nämlich eine Idee. Wenn wir auch rings von Feinden umgeben sind, so bin ich doch entschlossen, auf diesem Platz auszuharren. Unser Recht zu verteidigen. Ich will Grund und Boden haben. Was man nicht freiwillig erlangen kann, muss man nehmen. Ihr werdet sagen, dass ich grausam sei, ich weiß. Aber ich weiß auch, dass ich das alles hundertfältig wieder gut machen werde. Jetzt aber verschließe ich mein Herz dem Mitleid. Sorge, dass der Soldat zufriedengestellt sei und nichts entbehre. Wir werden weder kapitulieren noch vertagen. Darum werden wir auch nicht untergehen. Noch etwas, meine Herren. Stärke und Stellung unserer Bataillone waren dem Feind genau bekannt. Es muss also wieder Verrat im Spiele sein. Lassen Sie nichts unversucht, die Schuldigen zu ermitteln. Komm her näher. Was also ist er? Jawohl, Euer Majestät. Und woher hat er diese neuartige Musik? Euer Majestät, richtige Musik. Er freut nicht nur das Soldatenherz. Sondern? Es feuert es auch an. Was? Und schreckt den Feind. So. Darum habe ich mir erlaubt, für meine Panduren...